Aloha, meine Süßen da draußen. Ich hoffe, es geht euch bestens. Mir auf jeden Fall schon. Ja, heute kommt das drittletzte offenstehende Tech-Video von mir. Und nein, das ist diesmal nicht von derselben, denn es ist mal eine andere. Und das ist schon eine ganz, 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 ganz viel längere Zeit her, wo ich von der lieben Dezember-Kind getaggt wurde. Und ich finde ihn ganz süß, ich finde ihn richtig knuffig, diesen Tag. Und er heißt Schau mir in die Augen, Kleines. Bleibt dran, ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ja, dann vergibt mir einen Daumen hoch, favorisiert mein Video, schreibt mir Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall über ganz viele Nachrichten und ganz viele Feedbacks von euch freuen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Die erste Frage lautet, welche Augenfarbe hast du? Ich habe blaue Augen. Zweitens, welche Augenfarbe hättest du gerne? Eigentlich bin ich mit meiner Augenfarbe sehr zufrieden, aber wenn ich die Wahl hätte, mal tauschen zu können, dann würde ich auf jeden Fall mich für braune Augen entscheiden. Ich finde braune Augen sehr sexy. Drittens, wie wichtig sind dir Augen? Augen sind eigentlich ein sehr großer Bestandteil meiner, meiner Wünsche eines Mannes. Sage ich mal, dass die Augen halt sehr toll sind, denn ich achte wirklich oft auf die Augen, egal jetzt ob auf Augen von Frauen oder auf Augen von Männern, also mein Freund hat auf jeden Fall extrem geile Augen und halt unwiderstehlich und ich liebe einen verdammt tollen Blick und am liebsten noch braun-grüne Augen. Und ja, dazu, wenn dann Frauen auch noch schön geschminkte Augen haben, finde ich das einen ganz tollen Hingucker. Also Augen sind wirklich schon ein Merkmal, wo ich sehr drauf achte. Viertens, betonst du und wenn ja, wie betonst du deine Augen? Ja, also ich betone meine Augen sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein Teil von meinem Körper, wo ich wirklich nichts zu bemängeln habe. Und am liebsten betone ich meine Augen mit einem super schönen Smoky Eye, egal in welcher Farbe, auf jeden Fall ein Smoky Eye. Und wenn ich das natürlich mal nicht tue, weil das, finde ich jetzt, ist kein Alltagslook, dann betone ich meine Augen auf jeden Fall mit Wimperntusche, weil ohne jetzt eingebildet zu klingen, habe ich wirklich sehr lange und sehr schöne Wimpern und ich bin richtig, richtig zufrieden mit denen und ich betone die einfach liebend gerne mit schwarzer Wimperntusche. Fünftens, was ist deine Lieblingslidschattenfarbe? Ich habe lange überlegt und habe gemunkelt, was ist deine Lieblingslidschattenfarbe? Aber ich habe keine bestimmte Lidschattenfarbe, die mir wirklich so, ja, echt gefällt, wo ich sagen müsste oder sollte, jo, die ist es. Ich mag jetzt, um es allgemein zu fassen, ganz, ganz gerne Brauntöne. Ich stehe im Moment voll auf Brauntöne, am liebsten mattfarbige, also die sind sehr schön. Ich mag am liebsten eigentlich die auch von MAC und von Sigma. Mit denen schminke ich eigentlich mein Auge am meisten zurzeit. Sechstens, und das war schon die letzte Frage. Ja, das ist ein ganz, ganz kurzer Tag, aber er ist so süß. Sechstens, dein Lieblingsprodukt für die Augen. Ja, mein Lieblingsprodukt für die Augen habe ich auch drüber nachgedacht, aber zum Schluss bin ich dann irgendwie an der Mascara hängen geblieben, weil ich schon ganz oft euch erzählt habe, dass Mascara ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist, was in meinem Schminkleben ist. Und ja, ich kann ohne Mascara einfach nicht leben. Ich finde meine Wimpern, wenn ich meine Mascara nicht trage, oh, so scheußlich. Sie sind so hell, irgendwie unten an der Wimper, an der Wurzel, sind sie noch schwarz und wenn sie dann hoch auslaufen, sind sie so hell und dann fällt das einfach nicht auf, wie lange ich eigentlich oder wie schöne lange Wimpern ich eigentlich habe. Und irgendwie habe ich dann überlegt, sie mal zu färben, aber irgendwie ist mir das auch zu blöd, die regelmäßig färben zu lassen und alleine färben möchte ich auch nicht. Und dann habe ich, ja, einfach mal gesagt, dann bleibe ich bei der Mascara und das ist halt mein Lieblingsprodukt, ohne dass ich nicht leben kann. Das war schon dieses kleine, süße Tagline gewesen. Ich fand den echt richtig, richtig süß und ich habe mich total gefreut, als mich die liebe Dezemberkind88 dafür ja angeschrieben hat, mitzumachen. Und ihr, ja, Video ist auf jeden Fall auch total süß. Ich kann euch dieses Tag-Video von ihr auf jeden Fall auch noch unter mein Video posten. Schaut generell mal auf ihrem Kanal vorbei, sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle und
Sie macht auch schon seit längerer Zeit ein paar Videos, also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihr vorbeizuschauen. Ja, ich tagge natürlich auch noch drei süße YouTuberinnen. Und zum einen ist das die MX Princess Ghost Beauty. Hallo meine Süße, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört, aber ich hoffe, dass du bei meinem Tag-Video mitmachen wirst. Und ja, dann habe ich noch die Alex Hochstädter, die ich auch mal gerne jetzt endlich taggen möchte. Also Schnegge, du machst jetzt mit, haben wir uns verstanden. Ja, und die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Usual Netty. Ich schreibe den Namen sowieso von den dreien alle nochmal unten in die Infobox rein und natürlich den Link ihrer deren Seiten auch nochmal. Und ja, schaut mal bei den dreien vorbei und ich hoffe, ihr drei, ihr macht mit. Würde mich freuen, wenn ihr dann eure Videoantwort unter mein Video posten würdet. Und alle anderen, wenn ihr mitmachen wollt, ist es ein sehr, sehr, sehr schöner, ja, Tag. Und mich würde das mal interessieren, was ihr für Augenfarben habt und was eure Lieblingsfarben sind. Also würde mich freuen, wenn andere, die jetzt nicht aufgezählt sind, auf jeden Fall auch vielleicht mitmachen würden. Oder wenn nicht, dann schreibt mir halt einfach eure Antworten nicht als eine Videoantwort, sondern einfach als Kommentar unter dieses Video. Dann würde ich sagen, macht's gut, meine Süßen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bye!